Ries. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich snack leider kein Pladütsch, auf schon's mein Vater, fair Plattorden snack. Aber ich habe auch ein wichtiges Thema mitgebracht, aber das mache ich jetzt mal in Hochdeutsch. Und ich möchte einsteigen mit dem Koalitionsvertrag. Dort heißt es, die nationalen Minderheiten sind selbstverständlicher Teil unserer vielfältigen Gesellschaft. Das Gleiche gilt für das kulturelle Erbe der Vertriebenen, Aussiedlerinnen und Aussiedler und der Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler. Diesen beiden Sätzen im Koalitionsvertrag ist im Grunde nichts hinzuzufügen. Wir unterstützen sie vollumfänglich. Und wie wir wissen, hat sich die FDP gerade für den zweiten Satz stark gemacht. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch mal ausdrücklich Dank sagen dafür, dass Sie das mit aufgenommen haben. Aber wir haben viel gesprochen, aber was sind die konkreten Vorhaben der Regierung bei der Förderung der vier Minderheitensprachen? Man weiß es nicht. Im Koalitionsvertrag findet sich dazu jedenfalls kein Wort. Und was ganz bemerkenswert ist, das habe ich in der Vorbereitung gesehen, dass die aktuelle Publikation des Bundesinnenministeriums zu den nationalen Minderheiten in Deutschland den Stand November 2020 trägt. Also gut 2,5 Jahre ist es her. Im Vorwort steht noch immer Bundesinnenminister Horst Seehofer, den ich an dieser Stelle herzlich grüßen möchte dafür. Also man merkt, dieser Enthusiasmus, den wir heute in der Debatte haben, der kann ruhig auch noch Eingang finden in die Regierungsarbeit. Aber was diese Debatte ja zeigt, ist, dass für jede Minderheit die jeweils eigene Sprache identitätsstiftend ist. Und die Europäische Charta von 1992 bildet dafür gemeinsam mit dem Rahmenabkommen zum Schutz nationaler Minderheiten die wichtigste Grundlage zum Schutz autochthoner Mehrheiten und Minderheiten und ihrer Sprachen in Europa. Aber wie sieht die Wirklichkeit aus in Europa? Es ist ausgerechnet der Sachverständigenausschuss der EU-Charta gewesen, der als eine der ersten Institutionen auf die massiven Einschränkungen des muttersprachlichen Deutschunterrichts in Polen aufmerksam gemacht hat. Und viele wissen es vielleicht durch Verordnung, seit 1. September letzten Jahres ist der muttersprachliche Deutschunterricht von 3 auf 1 Wochenstunde gekürzt worden, eine einzige Wochenstunde, die gelehrt wird. Und 50.000 Kinder der deutschen Minderheit in Polen sind davon betroffen, von diesen Einschränkungen. Und ist die einzige Minderheit, die in dieser Form betroffen ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aus unserer Sicht ist das eine eindeutige Diskriminierung und auch ein eklatanter Verstoß gegen die EU-Charta. Und deswegen muss das an dieser Stelle heute auch einmal angesprochen werden. Ich will dabei aber auch herzlich Dank sagen an die 14 nationalen Minderheiten in Polen, darunter auch die jüdischen und die ukrainischen Vertreter, die sich solidarisch erklärt haben mit der deutschen Minderheit und das kritisiert haben. Denn sie haben eins sofort verstanden. Im Kern geht es um den Fortbestand der Minderheit in Polen. Diese Einschnitte bedrohen die kulturelle Identität der deutschen Minderheit. Und glücklicherweise teilt diese Bewertung auch die Bundesregierung. Ich freue mich deshalb sehr, dass die Bundesregierung einen Teil dieser Kürzungen versucht hat zu kompensieren mit 5 Millionen. Der Kollege Dietmar Nitan von der SPD hat sich auch hier sehr großartig engagiert. Aber es zeichnet sich leider jetzt schon ab, dass diese Mittel nicht reichen werden und dass auch ihre Verwendung noch mal überprüft werden muss hinsichtlich der flexiblen Gestaltung. Dasselbe gilt übrigens auch für die verstärkte Förderung des Polnischunterrichts wiederum in Deutschland durch die Bundesregierung über KoKoPol in Sachsen. Auch hier, glaube ich, müssen wir noch mal ran. Politisch ist aber eins ganz entscheidend, das will ich am Ende sagen, nämlich dass die polnische Regierung ihren Beschluss zur Einschränkung des muttersprachlichen Deutschunterrichts revidiert. Das ist unsere Forderung als CDU-CSU-Fraktion, und die möchte ich heute deswegen auch vortragen. Und wir auf deutscher Seite... Wer auf deutscher Seite den Kampf gegen Diskriminierung zum erklärten Ziel seiner Innen- und Außenpolitik macht, der muss sich eben auch daran messen lassen, wie ernsthaft man sich auf Ministerebene für die Rechte von Kindern der deutschen Minderheit im Ausland einsetzt. Vielen Dank. Und das Wort erhält unser fraktionsloser Kollege Stefan Seidel.